Ja, grüne, ich meine. Pff. Ja, also an sich, Beep Boop, oh nein, der Server spricht, oh nein, er wird uns jetzt Bibu. alle kicken. Die Maschinen haben die Revolution gestartet. Meine Schwester will jetzt auch, die ist jetzt Erstwähler bei der Wahl, die will auch Grüne wählen. Dann ist es doch gut zu wissen, dass deine Schwester volljährig ist. Ja, ist er. Wird sie jetzt? Grüße von Skynet. Wir werden alle sterben. Ich habe übrigens gerade einen Witz gemacht. Also Werden alle nicht meine sterben. Aussage als falsch interpretieren. Ich habe Wo hast du einen ihn Witz also, gemacht? naja, bezüglich deiner Schwester volljährig so von wegen, haha, es ist volljährig, das ist gut zu Ja, wissen. Ich ist meine, so. Na, jetzt, wo zum momentanen Zeitpunkt noch nicht. Sie hat am 7. hat sie Geburtstag. am 7. September? Krass. Also noch Kenn ist sie niemanden. minderjährig. Ein Ich paar kenne Tage jemanden, ist der sie am 7. noch. September Geburtstag hat. Also ein Also paar. jemanden, den ich sehr gut kenne. Also ein paar Monate noch ist sie noch minderjährig. Serpi, also musst dich noch ein bisschen Muss dich peilen, zurückhalten. Serpi, Musst du noch was? ein bisschen zurückhalten. Ja. Ja, ich bin auch ein braver Mensch. Sobald 18 wird geackert, weißt du, das ist mir ganz wichtig. Nichts für ungut, aber es ist. Ich hab dich ja Ja, lieb, ich aber bin jetzt erstmal nein. happy, dass scheinbar meine Firma jetzt wirklich eine Elektroladesäule aufstellt auf dem Mitarbeiterparkplatz. Seppi, finde ich ja ganz nett, aber in meinen Stammbaum würde ich dich noch nicht aufnehmen. Noch nicht. Du hast Chancen. Es war halt so. Obwohl. Habe auch noch Schlechteres in meinem Stammbaum. Und du, ich habe auch sehr viele Dinge in Das meinem halt. Stammbaum, die ich nicht haben wollen würde. Ja, reden wir nicht über meinen Onkel. Der Ja. Suffkopf. Also meine Oma, ne? Die hat, ich weiß nicht, sagt dir der Name Egon Roman was? Nö. Meine Oma war mit denen zusammen, bevor sie gestorben ist. Und Egon Roman ist in der rechten Szene sehr großes Blatt. Und es ist mir, ich habe mir so damals schon gesagt, irgendwie finde ich seine Meinungen komisch. Also das, als ich den kennengelernt habe, Ja, war ich jetzt noch nicht. meine Oma ist nur CDU-Wählerin. Ja, und dann habe ich Deshalb irgendwann so so mal wild, überlegt, aber. warte mal, Egon Roman. Dann habe ich mal gegoogelt und es gibt sehr, sehr viele schlimme Sachen über ihn. Ich so, oh, shit. Ja. Also meine Oma ist halt die Person, also eine der Personen, die sagen, ich habe die CDU schon immer gewählt und das ist halt. Ich kann halt nichts anderes wählen. Ist halt einfach. Kann man nicht vorstellen, irgendwann mal was anderes. Aber zweitens, Ist unser halt immer schon Discord-Chat so. ist für den Stream nicht einsehbar, oder? Was? Nee, Nee. ist er nicht. Gut, weil ich habe Momentan irgendwie nicht. gerade was sehr, sehr Privates geschrieben, deshalb. Nur wenn Ah, es nee, nicht komm jetzt. vorliest, müsste es. Nee, ich habe eine Information, also es gibt Informationen über mich, die gebe ich halt gar nicht preis zu. Meine, weil mein Name, mein richtiger Name ist schon, nicht um meine Adresse. Weiß ich trotzdem nicht. Ja. Das ist, aber die an sich ist sie öffentlich. Also sobald, ja, also man kann sie halt Handelsregister sehen. Nicht Handelsregister, es gibt irgendwo anders, also man kann mir auf jeden Fall schreiben und anrufen und so. Das ist öffentlich. Halt ist mit eigener Firma. Ja. Bin ich halt doof, aber ist nun mal so. Ich mag halt meinen Namen einfach nicht. Nicht, weil er blöd klingt oder so, ich bin ja Ich würde dich Seppi nennen. passt. Ja, ich bin auch dabei, das als mein Künstlernamen richtig eintragen zu lassen.
Ist mir wurscht, also ich bin der Überzeugung, dass ich jeden mit dem Namen, also ich spreche auch jeden mit dem Namen an, den er haben will. Also wenn du dich mit Ja. mir, wenn du dich mir als Pumuckl Mit Idiaticus tust du dich trotzdem schwer. ja, weil du dich als, weil ich mir die Namen merke und dich habe ich als Prof kennengelernt und deshalb ist halt, ich habe Probleme damit, andere Namen dann. Also Wie soll ich Prof denn nennen? wenn ich Dann dich. kannst du bei Prof bleiben. Okay, nee, ich habe kein Problem, weil ich habe halt eine Person kennengelernt. Die ist mir mega sympathisch, mit denen habe ich viel geschrieben. Und eines Tages hat er sich als Hans geoutet. Und dann war ich so, okay, gut, dann heißt es jetzt eben anders. So, weil mir ist das halt sehr wichtig, dass man seine Persönlichkeit komplett entfalten kann, wie man es gerne hätte. Und der Name ist halt Ist auch ist richtig halt das so. Label, was du trägst. Das ist so, das ist so dein Schild, wo du sagst, hey, die Person bin ich. Na gut. Ich gehe im Internet eigentlich fast. Geht zwar mit Nutzername, ist zwar in den meisten Fällen immer noch Icericus, aber meistens gehe ich trotzdem als denn mit dem Namen meiner Fursona in der Gegend rum. Marv. Maus? Ja, einfach nur Marv. Ja, ich bin halt überall Serpi, also wenn man irgendwo Prof Serpi sieht, das bin ich. Also meistens sagt man auch nur Serpi, aber Serpi an sich, das ist halt ein Name, den kann ich mir nirgendwo claimen und das halt spielen. Er heißt halt Prof, weil sein Ja, mein alter YouTube-Kanal. Nutzername war halt der Prof Der mit Prof Null ja. drin. Oder Professor der Gematologie, so, das war halt Das war der dein Name davor, Kanal. ja. Dann habe ich es irgendwann runtergekürzt und dann habe ich aber irgendwie immer mehr die Lust an dem Namen verloren. Dann habe ich mir irgendwann mal was Neues generiert. Ich meine, mein Vollname ist auch sichtbar. Der ist auch irgendwie, der stand früher mal in meinem Twitter-Profil Oh, ich bin als immer noch Name wild und dabei, mein sämtliche Einträge für Vornamen. meinen echten Namen aus dem Internet zu purgen. Also wenn man meinen echten Namen googelt, Hier ist findet ein man scheiß eigentlich Skelett. nichts. Hier ist ein Wenn man scheiß meinen Skelett. kompletten Namen fi Wenn man meinen komplett. Ja, kein Wunder, in deiner Kirche spawnen auch Viecher. Ja. Wenn man meinen Namen komplett googelt, ist das Problem, ich bin der Einzige mit diesem Namen weltweit. Das ist Ich schlecht. bin ziemlich sicher, dass Und ich selbst auch. mit meinem Vornamen ist, kann man die Menschen mit diesem Vornamen an zwei Händen abzählen. Bei mir findet man viele Autos und Bienen. Ja, mein Vor- und Nachname sind halt so 0815. Also gibt's wahrscheinlich selbst in Leipzig Ja, gibt's. dein Name ist da schon sehr einfach. Da Selbst in ist Leipzig gibt's wahrscheinlich 50 davon. Das ist dann halt klassisch Anonymität durch Masse. Gibt's wahrscheinlich 50 mit meinem Vor- und Nachnamen in Das kann ich mir, Leipzig. jetzt will ich es wissen, Telefonbuch. Mal gucken, falls da überhaupt noch Leute drinstehen. Ich heiße nicht Tom Müller, aber es ist schon fast. Du bist schon fast auf dem Level, ja. Fast das Level. Das ist halt wirklich so ein No-Name-Name. Das ist halt wirklich. Das ist es, ja. Das ist halt wirklich. Jetzt, In Österreich, ich habe gehört, in Österreich ist das so häufig wie Tom. Das ist halt wirklich, mein Vorname ist halt in Österreich. Nee, der Nachname war in, das war der Nachname. Der Nachname ist in Österreich so häufig wie bei uns Müller. Wie der Nachname Müller bei uns, so ist das ein. nee, exakt zu dem Namen finde ich nichts, im Telefonbuch jedenfalls. Also weder exakt zu meinem Namen noch zu meinem Pseudonymnamen, den ich nutze, findet man nichts. Nimmt man unter den Namen meiner Mutter was? Hat jetzt vor kurzem mal wieder eine Aber Runde Purge gemacht mit Google-Einträgen. ich sag trotzdem, also ihr müsst meinen Namen jetzt nicht, also wenn ihr ihn wisst, müsst ihr ihn jetzt Wieso? nicht öffentlich sagen, aber es ist halt, Mario auch nicht. das kann, Also das wenn man sagt ja auch nicht, meint, aber. Ding, mein Username? Haben wir ja drüber geredet, als ich da war. Ich bin literally der dritte einfach bei Google, wenn man mein Username eingibt. Zwei davor sind Ja. einfach eins ist Wikipedia halt in der Stadt. Ist aber jetzt auch nicht Wenn so man wild, meinen finde ich. wirklichen Nutzernamen eingibt, bin ich alle Einträge. Also wenn man meinen Nutzernamen eingibt, dann bin ich auch, das ist der zweitgrößte PS, Das ja. bin ich, das 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 bin ich. Halmani, das bin nicht ich. Wilde Geschichten hier. Das ist eine falsch getaggte Libelle. Okay. Aber das ist.
Du bist eine falsch getaggte Libelle? Du bist eine Jemand hat den lateinischen Namen einer Libelle falsch eingetragen. Okay. Und dabei kam mein Name raus. Ja gut. Ich wusste davon nichts, ich habe den Namen selbst irgendwann mal random. Icericus oder? Ja, Icericus. Und wie heißt die Libelle? Die Libelle heißt, jedenfalls in diesem Bild, Libelloides Icericus. Aber das ist eigentlich nicht der korrekte Name, wenn ich es noch richtig in Kopf habe. Und wie ist der korrekte Name? Icericus. Aha. Da fehlt ein T. Aha. Aha, aha, sonst aha. Sind alle Einträge hier eigentlich wirklich ich. Also wenn irgendjemand mich canceln will über Google, wird man schlecht über mich recherchieren können. Wie canceln? Also in Kürze sind die einzigen Einträge, die noch zu, wenn man meinem richtigen Namen googelt, die einzigen Einträge, die dann noch übrig sind, sind Sachen, die nichts mit mir zu tun haben und ein bisschen weiter runter. Ein paar Sachen von meiner alten Schule und von meiner Konfirmation. Die Sachen habe ich alle entfernt. Wobei die Seite zum Thema Konfirmation schon eigentlich nicht mehr existiert. Die könnte ich eigentlich nochmal bei Google anstoßen, dass die gelöscht wird. Ja. Aber ich bin da halt eingetragen bei meiner Schule wegen der Technik AG, in der ich halt, die ich halt stellvertretend mitgeleitet habe. Stimmt, bei meiner Schule steht, in meiner Schulwebsite steht der Vollname auch drin. Ja, da steht's halt wegen, bei so mir relativ, wegen, relativ prominent. Wegen Schülerehrung stand ich da drin. Weil ich halt, naja, von dem Jahr an, von dem ich es durfte, war ich komplett konstant in der Technik AG. Und bei mir auf YouTube stand halt also schon, ich hab ein paar Mal selbst genannt, also mein Vorname rutscht mir ab und zu mal aus, wenn ich Fragenbeantwortungsvideos gemacht habe, da ist mir schon ab und zu mal rausgerutscht. Und in dem einen oder anderen Video steht es auch schon textlich einfach drin, einfach weil es halt. Naja, es schön, der Vimeo-Eintrag ist schon weg, das ist schön. Also es gab halt eine richtige Kampagne gegen mich, weil meine Klassenkameraden mich übelst gehasst haben. Die haben all mögliche Mist über mich auf Facebook und all möglichen Seiten. Es gab mal irgendeine Domain mit und sowas. Und seitdem habe ich halt so komplettes No-Go, was mein Gesicht angeht. Also ich lasse keine Fotos von mir. Also ja, ich fühle mich wieder einfach im Hintergrund zu sehen, irgendwo als, keine Ahnung. Ich hab leider noch ein Profilbild bei Mixcloud drin, aber das sollte in Kürze auch endgültig verschwinden. Und halt so mein Name, dass man, jetzt, wenn man irgendwas über mich herausfinden will, dass man mich eben kennenlernen muss, oder naja, man kann einiges über mich über meinen Twitter-Account herausfinden, aber jetzt nicht irgendwelche Informationen, die halt mich gefährden sind oder sowas. Oh. Leute, respektiert einfach die Privatsphäre von den Leuten. Wenn man meinen Vornamen sucht, die Herkunft meines Namens, die mein Vater damals ins Internet eingetragen hat. Ah, sehr schön. Also mein Vorname. Aber das ist nicht, das ist mir egal, weil es ist im Endeffekt nur informativ über die Existenz dieses Namens. Also ich habe einen sehr häufigen italienischen Vornamen und einen sehr häufigen spanischen Vornamen. Italienischen Vornamen. Also. Wie gesagt, die Leute mit meinem Namen kann ich an zwei Händen abzählen, weltweit. Woher kommt das, dass du einen italienischen Namen hast? Ist deine Familie, bist du Italiener oder? Mein Vater mag Rennsport. Achso, bist aber kein Italiener, oder? Nö. Wir wollen nämlich keinen Italiener hier, weißt du. Kann ja sein, dass deine Eltern irgendwie. Nö, meine Eltern sind Deutsch und Österreich. Migrationshintergrund. Aber ich habe schottische Wurzeln. Kennst du das Meme mit dem Migrationshintergrund? Also, du heißt also Maserati Serpi. Nein, Serpi ist nicht mein zweiter Vorname. Aber Serpi leitet sich von meinem zweiten Vornamen ab. Gute Nacht. Dann ist dein zweiter Vorname Ferrari. Nein, mein jüngster Bruder, der ist aber leider verstorben, der wurde nach dem Ferrari genannt, den Enzo Ferrari.
Ferrari ist ja ein weiblicher, nee, Mercedes war der weibliche Vorname. Mercedes ist ein weiblicher Vorname. Aber Enzo ist ein männlicher Vorname. Kenne ich Enzo sogar einige. Giuseppe ist mein jüngster Bruder. Ich kenne sogar einige Mercedes. Hey. Mercedes, darf ich eigentlich Zwei oder sagen? drei Frauen kenne ich, die den Namen Mercedes haben. Hey Mercedes, darf ich deine Hupen testen? Ja, Oh. ihr schon wieder. Ach, das Niveau sinkt. Wir sind erwachsene Menschen, ja, aber man weiß Captain. bei mir eigentlich, dass es in Witzen nicht Captain wirklich ernst Niveau, wir gemeint ist. sinken. Aber der war gerade so naheliegend, den musste ich machen. Da muss es einfach sein, das Es war sinkt für sie. gesetzlich verpflichtend. Naturgesetz, Prof. das Raum-Zeit-Kontinuum wäre sonst zusammengebrochen. Ja. Und das können wir Prof. nicht riskieren. Es sinkt für sie das Niveau. Lalala. Boah, ich hasse den Creeper, oh man. Man. Badabing, badabu. Ratatatzong, ratatatzong, und weg ist der Balkon. Jetzt habe ich Noch. einen Ohrwurm. Hab doch einen Ohrwurm. Gönn die Was? Ohrwürmer. Von was? Von Creeper. Oh man. Oh Gott. Hättest du nicht wenigstens von anderen Sachen, die ich gerade zitiert habe, einen Ohrwurm kriegen können? Die Leute erzählen, ich hobbel, wenn ich gehe, und die Ohren wollen auch nicht mehr so richtig. In der Frühstückspause verschüttel ich den Tee, aber für mich ist das Kennst alles du nicht denn, so wichtig. kennst das Meme mit dem, das deutsche Meme mit dem Mädchen, was der Twitch-Streamerin, die gefragt wird, ob sie einen Migrationshintergrund hat und dann sagt, nee, das ist nur eine weiße Wand hinter mir. Habe ich nicht, dass es nur da Was? ist. Hä? Muss man gesehen haben. Nö, muss man nicht. Muss man nicht, Wenn man aber zu es ist schon blöd ist. lustig Wenn und ich mir cool. alle dummen Menschen des Internets angucken würde, wäre ich den Rest meines Lebens beschäftigt. Ich habe YouTube nicht ohne Grund komplett verlassen. Gibt es zu viele von. Und deren Ja. König heißt Simon Desue. Simon Dessous. Simon Setio. Simon Dessous. Wie sie alle plötzlich nicht mehr in Dubai wohnen wollen, ne? Leon Marc Scherer. Oh nein. It's him again. Rar. Wer Wie war der gern? Drache? Das Rar. Er ist wieder da. Rar. Auch ein guter Film. Und sehr gutes Buch dazu. Welcher Film? Er ist wieder Er ist da. wieder da. Hab das Buch damals auch Ach gelesen. Ich hab dann so, den Film ja, gesehen im Kino. der Film ist cool. Sehr gut. Ich fand Das halt Buch auch ist auch gut, das nur dort Ende, was schon. sie noch hinten dran gekloppt haben, fand ich halt auch super. Ja, es ist halt Es war halt erschreckend gerade echt. zu dem Zeitpunkt, wo Pegida gerade aktiv war. Da hat das halt richtig reingehauen. Pegida sind Damit nur kann ich Nazis, arbeiten. Pegida sind nur Der wirkt Nazis auch mit noch immer noch der. Identitätserklärung. Weißt du, Nazis haben sie. darum schätze ich die NPD mehr als die AfD. Die stehen wenigstens dazu, was sie sind. Okay. Sind trotzdem Ich habe im Nazis, Wahl-o-mat Freunde. mehr Deswegen sich gehört Übereinstimmung mit haben. der NPD als mit der CDU. Das ist, fand ich Ich auch weiß. sehr erschreckend. Was ich erschreckend fand, ich rätsel immer noch darüber, wie das passiert ist. Wahrscheinlich irgendwelche. Ich bin ja für einen Rundfunkbeitrag abschaffen. Das ist wahrscheinlich Nein. der Punkt. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Reduzieren wäre es eher Das ist das, was ich wahrscheinlich fände. der Punkt, wo ich dann mit den Nazis übereinstimme. Das ist dann. Also ich bin. 23% hatte ich Das mit ist der ja. AfD. Ich Wir hatte nämlich. brauchen den Ich Rundfunkbeitrag, hatte bin ich der nämlich. Meinung. Leute, ich hatte nämlich den dritten Weg relativ weit oben. Deswegen, das hat mich sehr verstört. Das ist Also ich bin der Meinung, wir brauchen einen auf Rundfunkbeitrag. Platz 31. Weil sonst können wir keine unabhängigen Nachrichten machen. Sonst müssen wir so übertreiben wie. Sonst müssen wir uns an die Wie. Bild wenden und wer will das? Aber ich bin der Meinung, dass manche Projekte, wofür Rundfunkbeiträge ausgegeben werden, die nicht brauchen. Wie zum Beispiel hier die Ja, ganzen ist das ja die. Tatort-Serien.
Da begehen wir, da Die neue begehen wir Staffel unverschämte Marbert Es oder erhöht. halt all mögliche Ja, gut, Boote okay, und den Punkt. Traumschiff und so ein Scheiß. Das Okay, den ändert Punkt sich. gebe ich dir, aber erhöht werden sollte auf keinen Fall. Erhöhung? Wurde Nein. sie gerade? Ja, Ja, wurde. das finde ich bescheuert. Erhöhung, nee. Wir sollten halt Einsparungen machen, wo die Rundfunkbeiträge hingehen. Und da muss man Dann eben gibt es wieder offenbar. großes Geheule. Was? Sie wurde Ja, es gibt so viele Altserien, die halt so teuer produziert werden. Und es ist so, warum gehen dafür Rundfunkbeiträge Ein drauf? Tatort, den ich abschließen. Ja, so solche Sachen halt. Es gibt zig Tatort-Serien, wofür Rundfunkbeitrag drauf geht. Und dann bezahlt man davon auch noch Til Schweiger. Was fällt denn ein? Ja, das ist so schlimm. Ich glaube, ich muss mir immer noch irgendwann mal so eins von den T-Shirts von den Space Rocks kaufen. Mit Kill Till. Ja, ich finde Til Schweiger so schrecklich. Was findest du? Ich Findest du den kann das nicht lustig? essen oder was? Wie findest du den? Ich hatte gerade eine dumme Idee. Wenn es jemals einen Minecraft-Film geben sollte, Til Schweiger als Villager. Oha. Was? Oh, ich hab einen TikTok geschnitten. Und da kam halt so, es ging halt ums Markte. Und ich habe ein Villager-Easter Egg eingebaut. Was meinst Aber, du? was die Person nicht weiß, dass ich den Villager-Sound selber angesprochen habe. Was meinst du? Was meinst du, wer den Villager Sounds eingesprochen hat bei Minecraft? Ich? Nee, das Das war Til ich? Ja, Schweiger, denn ich? Til Nein, Schweiger also hat den der eingesprochen Villager, ich damals. habe eigentlich alle Villager-Sounds eingesprochen. Das ist Aber nicht im Original. ja, ich bin das Original. Das muss ich jahrelang geheim halten. Jetzt ist aber Notch nicht mehr bei Mojang aktiv und Ja, es ist. es gibt ja längst keine Sachen mehr, wofür ich bezahlt werde. Also Vertrag ist ausgelaufen und deswegen kann ich das auch Aha. revealen. Also ich Na, bin jetzt sehr halt. gut. Ausgelaufen. Ja, oh Gott, ich hasse miteinander Scrolls. Ich habe manchmal so Sachen, wo ich mir denke, warum darf ich das nicht? Also es gibt so Sachen, wo ich mir sicher bin, okay, natürlich redet man da nicht drüber. Aber bei manchen Sachen so, warum? Was darfst du nicht sagen? Ne, also bezüglich Hast du mancher irgendwelche Sachen. abgelaufene, wo du was ein Beispiel nennen könntest? Nicht, dass ich wüsste, also nicht, wo ich sicher bin. Aber ich habe zum Beispiel viel mit Nintendo zu tun. Ah. Und oh mein Gott, es ist manchmal so. Also ich darf tatsächlich negativ über Nintendo berichten, das ist immer etwas. Das darf Domtendo nicht. Hä? Domtendo darf nicht negativ über Nintendo berichten. Also ich darf negativ berichten. Und Äh, was ich auch witzig fand, ist ja was die ich auch Hure von witzig fand, Nintendo. obwohl Domtendo eine Partnerschaft mit einer Nintendo hat. Das ist der deutsche Nintendo-YouTuber. Ja, Also. jetzt kommt das Witzige. Damals gab es da die Direct. Ich habe die gestreamt mit ein paar Freunden. Und meine Direct war die einzige, die nicht runtergenommen wurde. Okay. Weil ich das halt mit den Welche Vertragspartnern Direct? geregelt hatte. Das ist halt so. Also ich habe oftmals Informationen vorher gehabt. Es gab eine Zeit, da habe ich sogar geleakt. Also die Tweets existieren nicht mehr, weil ich habe mächtig Ärger bekommen. Also ich habe halt, damals wurde in Pokémon Go ein neues Pokémon angeteasert und ich habe den Namen gedroppt. Ich wusste halt den Namen. Also ich habe den gedroppt und dann so, das. Sehr bitter Whistleblower. Ja, Gott, ich habe Ärger bekommen. Ich habe Ärger bekommen. Seitdem sage ich nicht mal War meinen das Freunden was. Meltan oder welches Pokémon hast du? Meltan, genau. Meltan hast du gedroppt. Ja, Ach, von Meltan hat sich ihm. gedroppt. Ich habe sogar in einem Chat noch den Namen. Also ich weiß auch, warum manche Sachen nicht gekommen sind und sonst Von was. dir kam das. Sehr schön. Ich kann sogar tatsächlich noch beweisen, dass ich das gedroppt habe. Ich Mal meine, eine Berühmtheit von ich werde uns. keine zweimal Ärger dafür bekommen, also. So. Ich habe halt Mist gebaut. Ich war jung, okay? Also jünger als jetzt, so, das ist ja klar, Alt aber. bist du denn? Ich leake mein Alter nicht öffentlich. Ich kann es dir schreiben, aber ich leake mein Alter nicht öffentlich. Ha. Ich bin 24. Ich versuche jede Information, die ich kann. Du bist schon 24? Ja. Okay. Ich versuche jede Information, die ich kann, von mir geheim zu halten. Ich bin 24. Vor allem möglichen, weil es gibt viele Informationen, die sind von mir öffentlich und muss nicht jede Information öffentlich sein.
Ja gut, verständlich. Ja, Ich verteile halt meine Informationen über verschiedene Pseudonyme, von daher. ich hätte ja mein Geburts ich gehört ja mein Geburtsdatum halbwegs geheim. So, man macht ja ein Rätsel drum. Ja, meinst ich meins Ich auch, also. also offiziell habe ich vom eine ganze Woche, also ich mache sogar, dass man nicht mehr die Woche weiß. Ich habe vom 1. bis zum 8. habe ich Geburtstag. Ich habe übrigens Geburtstag. Vom 1. bis zum 8.9. habe ich Geburtstag. Öffentlich. Ich weiß das auch in am deine Schwester hat am 7., ne? Meine Schwester hat am 7. Lol, Das hat ist also. nur, das ist am das ist in Ordnung, weil deren, na, okay, obwohl. Meine Schwester war auch schon Obwohl. mal, die war auch schon mal in meinen Videos zu sehen. Das ist so, ist es nicht. Was? Aber ja, ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen durfte. Was? Dass meine Schwester, wann meine Schwester Geburtstag hat. Na, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich meine. Na, ihr Also. Gesicht ist zu sehen, ihr Name war es eigentlich auch. Ja. Meine, solange ja jetzt nicht irgendwelche Leute. Also, ich meine, okay, die Leute, die sie in deinen Videos gesehen haben und sich denken, boah, die finde ich ja toll, sollten sich Gedanken drum machen, weil sie minderjährig ist. Damals auf jeden Fall in den Videos, da ist das war 2016, als so ein Video war, da ist wie alt? Wenn sie jetzt dieses Jahr 18 wird, 13, oder 12. 13. Also wenn du die toll findest, damals in dem Video, das, in dem einzigen Video, wo sie war, da sollst du dir ernsthaft Gedanken machen. Ja, open up. Ja, Also das sollst du machen. ich habe das bisher selten, was heißt, fast noch nie gehabt. Ich glaube, ich hatte das dreimal bisher, dass ich halt eine Frau angesehen habe, dachte so, oh, wow, die gefällt mir. Und dann festgestellt habe, die ist, naja, nicht mein Alter. Weil ist ja auch nichts passiert oder so. Aha. Also nichts, wo Da fahren wir sich hier halt Sachen von mit. dir. So eine Information würde ich nämlich nicht öffentlich leaken. Hast du aber gerade. Wenn etwas passiert wäre, keine Ahnung, ich habe mit ihr rumgemacht oder hast nicht Weißt schon, gesehen. dass du live bist. Ja. Ich weiß, dass ich live bin, keine Sorge. Das weiß ich. Aber es ist zwischen mir und einer Minderjährigen noch nie was passiert. Noch nie. Das finde ich sehr gut, weil von meinem Bruder habe ich damals so Geschichten gehört. Oh, ich weiß nicht, das ist ja minderjährig. Und irgendwie so, oh, schön. Warum? Zwischen mir und einer anderen Person ist noch nie was passiert. Ich bin Single. Mann, Obwohl. ich will ein Bärenbusch-Emoji machen. Mann. Obwohl Ich bin. wir. Also ich bin in, bei mir ist und einigen Personen ist was passiert, sowohl negativ als Hättest ja auch. Fackeln aufgestellt. Also, Leben ist wild. Leben ist wild. Ich glaube, den krassesten Altersunterschied, den ich zwischen mir und einer Person, die ich ja hübsch fand, war halt, ja, dass die Person einfach wesentlich älter ist, war als gedacht. Also ich dachte so. Ich meine, ja, irgendwann, also das ist ja auch bewusst von der Evolution auch so gemacht worden, dass du ab einem bestimmten, wenn ein bestimmter Altersunterschied drin ist, dass du die Leute dann nicht sexuell anziehend Ja. findest, wenn du nicht krank bist, also wenn du nicht pädophil bist, wenn halt, Ja, dann ist halt eine, dann boah, ist ja bei dir jetzt. was kaputt, aber wenn du, dass du Ja, das. normalerweise, dass normalerweise Kinder nicht sexuell anziehend findest, weil es halt einfach genetisch einfach nicht so funktioniert. Das ist jetzt zwar ein Das ziemlicher ist Hot schon nicht, Take. also. Ich finde, man sollte Pädophile nicht automatisch wie Verbrecher behandeln. Ja, es sind eine Gefahr für Finde ich Kinder. schon. Und also man muss halt dagegen was tun, aber wenn du direkt jeden. Der halt, Ist eine anerkannte Geisteskrankheit. ja eben, und man muss das behandeln, weil wenn es nicht behandelt wird, dann passiert was. Wenn jemand zu mir kommen würde und mir sagen würde, mir gestehen würde, er sei pädophil, würde ich ihm sagen, geh dich behandeln, geh zum Doktor, hol die Hilfe. Das ist. Ja, genau, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt ihn direkt beschimpfe, Ja, beschimpfen dann. tue ich generell keinen. Ja, ich auch nicht, ich finde das bescheuert. Aber die Person wird sich Außer nämlich sonst die ganze Zeit. Nazis, außer Nazis, die beschimpfe ich. Ja, Verständlich.
Ja, man diskutiert auch nicht mit Nazis, weil das Ding ist, die sind halt eingeschlossen in ihrer Welt und ihrer Meinung. Die sind halt nicht bereit auf Diskurs. So. Ich finde halt, man muss halt Menschen helfen, bestmöglich. Und wir helfen niemandem, wenn man. Ja, aber helfen heißt nicht supporten. Also ist Nö. halt, Nein, ich du meine sollst helfen, einen dass dieses Pädophilen Problem nicht gelöst wird. supporten. Wenn jemand. Sollst dem Pädophilen nicht sagen, ja, ist ja in Ordnung, ist er halb Nein, so wild. bloß Das ist nicht, ja. nein. Also, Da gibt's ja auch. wenn ich feststellen würde, dass jemand pädophil ist, dann würde ich diese Person halt zu einer Hilfestelle schleppen. Und ich würde sie auch jedenfalls begleiten, dass diese Person nicht irgendwie da als direkt als Bösewicht dasteht oder sowas. So, ich meine, die Person hat niemandem was getan bisher. Das ist sehr gut. Und damit auch nichts passiert, behandelt sich die Person. Und wenn dann doch was passiert, dann wird die Person weggesperrt. Ja, Ganz einfach. da gibt's jetzt da gibt's nicht nur jetzt, die gab's schon länger, habe ich jetzt letztens von mitbekommen, gibt's die Diskussion, ob Pädophilie ob die Pädophilen in die LGBTQ-Community mit aufgenommen werden sollen. Nein! Diese Gott sei Diskussion kommt Dank aber auch nicht. wirklich nur aus der Richtung der Pädophilen. Gott sei Das Dank, gehört. nein. Nee, Sagt also. Die finden, die bitte nicht. erkennt man auch recht gut auf Twitter, weil die haben immer schön MAP dran stehen für Minor Attracted Person. Oh.